Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video des Microsoft Flight Simulator 2020. Hier ist euer Sebastian, aka Gamer mit Bauch. Und willkommen zum Flug Flensburg-Sonderburg. Eigentlich muss ich ja sagen, gezielt ist eigentlich eher Flensburg gewesen. Aber gut. Dachte mir, gut, wir können gleich mal rüberfliegen und dann nach Sonderburg, gleich nach Dänemark rein. Ich hoffe, wir haben Spaß. Wetter sind Live-Daten vom 13.02. Da oben im Norden ist es halt nur ein bisschen kalt, soweit ich informiert bin. Gucken wir mal. Wir befinden uns hier am Flugplatz Flensburg. Dieser liegt im Stiftungsland Schäferhaus. So, mal gucken, was uns gleich erwartet. Ihr seht, ich habe die CTSL rausgeholt. Hat einen Grund. Und zwar brauchen wir im Flugzeug ein bisschen Geschwindigkeit. Ist kein Jet, aber ein bisschen Geschwindigkeit ist nie schlecht. Und die CTSL, damit habe ich ja die ersten Überflüge ja vornehmlich gemacht. Gefiel mir immer sehr gut, die Maschine. Schönen Blickwinkel und allem, was da drum rum ist. Ja, Flensburg. Eigentlich meine dritte Heimat. Als Kind viel da oben Urlaub gemacht. Deswegen auch ein bisschen einer Pflicht, euch diese schöne Gegend, diese schöne Stadt ein bisschen näher vorzustellen. Und damit es gleich passt, kommen wir gleich schon mal nach Handewitt. Unter uns die Bundesstraße 199 und dann kommt von links nach rechts, seht ihr jetzt hier schon die A7. So, wenn ich jetzt die Trimmung eingestellt habe und alles, was ich brauche, dann können wir ja loslegen. So. So. Also, hier haben wir Handewitt. Vornehmlich wahrscheinlich auch bekannt halt durch den Handball. Flensburg Handewitt. Jetzt blendet die Sonne aber. Ey, das Schwede. Da wir aber einen strammen Flugplan haben, werden wir uns jetzt nicht allzu lange mit den einzelnen Orten direkt aufhalten. Hier oben Handewitt, dann oben links noch, da wo die Autobahn eine Kurve macht, da haben wir den Harrislee irgendwo. Beziehungsweise, nee, das ist Padburg da hinten. Von hier aus sehen wir schon Padburg. Ist ja krass. Da hinten ist Padburg. So, mal. Krass. Die Grenze ist da links. Das ist schon cool. Nicht schlecht. Gefällt mir. Gut. Dann fliegen wir mal über die Bundesstraße direkt hinein nach Flensburg. Unsere Flugroute oder wie ich geflogen bin, das seht ihr am Ende des Videos in meinem neuen Feature, dem Flight Log. Beim kleinen Programm lasse ich ja gerade so ein bisschen meine Flugroute loggen. Die Bundesstraße ist halt die Bundesstraße, wo man als erstes direkt reinkommt. Ich persönlich, jetzt kommt wieder eine Anekdote von mir. Ich habe vor 10 Jahren mal Stahl ausgefahren und wurde da oben relativ oft eingesetzt und kenne mich da ziemlich gut aus. Deswegen, also es ist nicht nur, bin nicht nur geprägt dadurch, dass meine Eltern und ich da oben sehr viel Urlaub gemacht haben. Nein, ich war hier auch arbeitstechnisch sehr oft, genauso wie hier unten das Gebäude, das große. Das hier ist ein Gewerbegebiet, ein reines mit einem Baumarkt und viel mehr. Bisschen schwierig jetzt Flensburg zu zeigen, Flensburg ist groß und bietet sehr viel. Da kommt jetzt der Fördepark sein, beziehungsweise Südstadtbereich. Konzentrieren wir uns jetzt mal auf rechts hier haben wir den Fördepark. Oder beziehungsweise auch Südstadt, kann man sagen. Einkaufsläden und alles.
Und wenn man jetzt geradeaus weiterfliegt, hinter der Bahnlinie, da kommt ein Tastrup. Und Jablun. Hier links, was ihr seht, das ist die Europa-Universität, oder Europa-Universität Flensburg. Ich muss ja jetzt nicht Englisch sprechen. Da haben wir schon mal Flensburg das erste Mal in einem, ja, einem sehr schönen Überflug. Klappern wir erstmal die Ostseite von Flensburg ab, das wäre ganz gut. Sünderup, da waren wir jetzt gerade hinter uns. Wir folgen jetzt eigentlich nur weiter dem Ring, das Musikerviertel, Kartrup, Musikerviertel kommt jetzt hier. Das hier ist jetzt das Musikerviertel mit Tweed. Tweed, Engelsby. Nochmal Friedheim kommt jetzt. Da wir da oben in die Richtung eh gleich hinfliegen, werde ich dann, wenn wir jetzt über Tweederholz sind, aber so einen kleinen Dreh machen. Dann fliegen wir nämlich in die Flensburger Förde rein. Vorher überfliegen wir aber noch die Marineschule Mürwik. Also wer die noch nie gesehen hat, ui, hat was ein bisschen was verpasst. Also ich meine, in Flensburg gibt es viel zu sehen. Und damals aufgrund meiner Arbeit, da kam ich ja sogar in die Werft rein. Das waren sehr, sehr tolle Einblicke, die ich da gekriegt hatte. Als Stahllieferant, logisch, ne, da muss man halt dann Stahl für den Schiffsbau liefern und ja, einfach nur unglaublich, auch was die Leute da leisten. Das ist schon Hammer. So. Wie ich das hier gerade so recht wahrnehme, das müsste dann die Marineschule müsste dann schon gewesen sein. Jetzt sind wir hier schon Schule für strategische Aufklärung der Bundeswehr. Der ganze Marineschule Mürwik war da hinten jetzt. Hier und da. Das müsste sein. Das ist sie. Marineschule Mürwik war da. Und hier ist dann jetzt alles Schule für strategische Aufklärung. Ich denke mal, der Bundeswehr soll das heißen. Gut. So. Da drüben haben wir, wie ich schon bereits sagte, die Werft. Da kommen wir aber auch nochmal lang. Jetzt fliegen wir erstmal schön nach Flensburg hinein. Flensburger Förde, Stadtwerken hier rechts. Hinten. Der schönen Innenstadt. Ihr müsst jetzt gleich auch irgendwo rechts da. Ja, das Gebäude oder das Gebäude? Ein von den beiden wird das Flensburger gebraut. Ich prüfe das aber gleich nochmal. Soweit ich ein bisschen Luft habe, das mal zu klären. Wir drehen jetzt ein bisschen nochmal ab. Ich sage, Flensburg hat viel zu bieten. Normalerweise hätte ich tatsächlich einen Flug machen müssen draus. Statt nach Sonderburg und Langballig. So, nochmal neuer Reinflug. Also eins von den Gebäuden hier links, da ist die Brauerei vom Flensburger Pilsener. Hier haben wir jetzt die direkte Innenstadt.
Johannesviertel, wohl gemeint, ist hier rechts von uns. Dann kommen jetzt hier der bekannte Streifen, wo man auch schön essen und bisher, bevor Corona kam natürlich, die Hansens Brauerei, Flensburger Schifffahrtsmuseum, Museumswehr, Flensburg gemeinnützigste unter uns. Jetzt kommt hier oben, da war ich auch schon mal früher drinne, FTN Fahrzeugtechnik hier unter uns. Und jetzt geht es hier zu einem bestimmten Bereich, zur Werft. Stadtwerke Flensburg sind unter uns jetzt. Und dann kommt hier rechts die Schiffswerft Flensburg. Beziehungsweise Nordstadt, kann man sagen. Ich weiß nicht, warum ich so viel Höhe verliere hier. So, unter uns haben wir hier nochmal zwei Großgebäude, Flensburger Fahrzeugbau und FFG Umwelttechnik. Jetzt müssen wir mal ganz kurz wieder drehen. Jetzt müssen wir uns der Bundesstraße 200 wieder annehmen. Wenn wir zurück nach Flensburg kommen. So, auch das ist ein Teil von Flensburg. Flensburg und Harrieslee. Harrieslee eher da hinten. Jetzt fliegen wir mal, drehen wir mal und fliegen über die westliche Höhe. So, also wir befinden uns jetzt hier über Marienhof und Exe und westliche Höhe gibt es hier auch, das ist links. Das ist alles hier so in diesem gesamten Bereich, wo ich jetzt gerade drüber fliege. Ich möchte euch ja nicht allzu doll nerven und jetzt ständig hin und her springen mit der Kamera. Es ist halt ein bisschen schwierig, euch alles zu zeigen und dann zu kombinieren. Weil es gerade halt viel zu sehen gibt. So, da haben wir gedreht. Oh, hart gedreht. So, hier haben wir nochmal einen großen Blick auf alles, was ich schon bereits erzählt hatte. Damals haben wir nur aus der tiefen Perspektive. Jetzt habe ich ja auch den Trim wieder richtig eingestellt. Also an vielen Ecken war ich bereits schon und konnte da unten auch Impressionen und auch teilweise schöne Erlebnisse mit den Mitarbeitern erleben. Das ist ja das Wichtigste, wenn man Spaß bei der Arbeit hat. So, Gallweg unter uns. Halt sind wir als Ortsname. Jetzt wollt ihr noch was anderes zeigen. Jetzt kommt die 200 gleich wieder. Ist jetzt rechts von uns da. Wir fliegen jetzt mal nach Kupfermühle. Ich weiß nicht, ob das für besonders erachtet werden sollte. Ich finde schon, erst kommt jetzt Wasserleben und dann
von Kupfermühle. Das sind die beiden letzten Orte, bevor die dänische Grenze jedenfalls über die Bundesstraße beginnt. Hier fuhren damals auch noch Butterfahrtschiffe, Wassersleben, so rum. Kann ich mich nur sehr gut daran erinnern. Butterfahrten, total geil. Einmal gezahlt und dann quasi den ganzen Tag die Gegend fahren, dort an Bord essen. Ganz cool. So, und hier haben wir jetzt dann halt Kupfermühle. Die letzte Ortschaft vor der dänischen Grenze und da, wo die Autos da gerade diesen Schlenker so schön machen, da ist die dänische Grenze. Theoretisch überqueren wir die jetzt gleich. So, gleich dahinter kommt dann schon Krusau. Das ist Krusau. Aber Dänemark, da machen wir ja mal ein anderes Mal weiter mit. Drehen mal ein bisschen hart ab wieder. Zum letzten Überflug nach Flensburg, ehe wir dann an der Küste der Flensburger Förde und so weiter wieder hoch fliegen. Heute passiert Trimmung überhaupt nie, ey. Unten, oben. Leute, das ist heute wieder mal, das war wieder ein Tag. So. So, werft also nochmal einen Blick auf Flensburg in der Ferne. Ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen hatte. Wir sind ja mehrfach drüber weggeflogen. Es ist halt, wie gesagt, schwer, sofort die Orte und alles aufzuzeigen. Hier unten nochmal die Werft. Also Flugzeug sieht das natürlich auch sehr, sehr schön aus. Da hinten dann halt der Stadtkern. Hier unten kommen wir jetzt gleich Mürwik. Da fliegen wir jetzt sogar gerade drüber. Hier Marineschule Mürwik. Ich glaube, hier ist auch irgendwo das Zentralregister für Verkehrsverstöße. Bin mir aber jetzt nicht ganz so sicher. Dann fliegen wir jetzt über Tvedaholz. Einfach mal locker flockig nach Glücksburg. Gab es jetzt nicht zu sehen. Also, Mürwik, so. Wir verlassen jetzt Flensburg und bewegen uns langsam in Richtung Glücksburg. Hier unten haben wir noch die, oder da kommt jetzt gleich die Ortschaft Meierwik. Hier unten, Meierwik. Hubschrauberlandeplatz. Oh, sehr schön. Stolpern wir jetzt gleich rein theoretisch über Ulstrupfeld. Und dann auch schon Glücksburg. Hier links ist Sandvik. Konzentrieren wir uns aber jetzt kurz auf Glücksburg, da machen wir jetzt eine Schleife drumherum. Glücksburg ist ja bekannt für seine Burg selber, für das Schloss Glücksburg. Ein wirklich tolles Gebäude, hier wird es jetzt natürlich nicht so dargestellt, wie es ist. Wenn man erstmal davor steht, wirklich tolles Gebäude, schön in weiß. Generell auch Glücksburg eine sehr schöne Stadt, muss man ja auch sagen. Ihr müsst euch vorstellen, für mich so gut, damals hatte ich hatte zwar damals schon die Fotogene drin, also fürs Fotografieren Spaß, aber man hat da noch nicht so viel Gewichtung reingelegt. Wenn ich heute da mal Urlaub machen sollte, dann werde ich auf jeden Fall definitiv einige Stunden damit verbringen, in Glücksburg, denn dieses Schloss Glücksburg schön abzulichten.
Allein weil es so schön aussieht mit den vier Türmen, ganz in weiß und dann natürlich mit den Spiegelreflexionen des Wassers drumherum. Ja, einfach nur schön. Und wollen wir den Nachbar jetzt natürlich nicht vernachlässigen, also Sandweg auch noch mit reingenommen. Pittsburgh nochmal. Na, der Flug ermöglicht es jetzt, ein Cockpit, die Cockpit-Sicht zu nutzen. So ein bisschen träumen. Auf unserer Route kommen wir jetzt allmählich nach Schiedenholzweg, Schausende 3, Bockholm. Das sind alles jetzt so einzelne Orte, die jetzt kommen. Genießt einfach den Überflug im Cockpit. Halbinsel Holnis ist das hier. Und dann kommt oben rechts von dieser Halbinsel, die wir jetzt hier sehen, da kommt tatsächlich noch Holnis. Übrigens, mal die Ruhe wieder zu durchbrechen. Hier und dort ist Bockholm. Ihr habt jetzt eben gerade diese ganzen Haufen Häuser gesehen, das war ein Campingplatz. Also die Ortschaft 3 ist halt ein Campingplatz. Immer so als Info. Gut, jetzt kommt eine ganze Weile hier in dem Flug nichts. Unter uns müsste dann gleich jetzt der Golfplatz für Förde sein, also Förde Glücksburg. Förde Golf Club Glücksburg e.V. So, jetzt haben wir es. Bockholm-Wick kommt da jetzt auf der linken Seite. Auch zum Großteil mit Campingplätzen. So, und jetzt kommt mein eigentliches Ziel. Da, wo meine Familie und ich eigentlich ja viele oder ein paar Sommer, oder einige Sommer, also nicht viele, aber einige Sommer Urlaub gemacht hatten und wir auch dort Verwandte hatten, Langballig. Beziehungsweise Langballig auch, Langballig Holz, Langballig auch. Das ist so direkte, ja, so auch Heimat für mich sozusagen. So, und zwar Langballig auch ist da unten. Hier auch der große Campingplatz. Und Langballig Holz ist hier oben alles, was wir hier sehen. Ist ein bisschen mehr verteilt. Die großen Häuser, das sind eigentlich keine großen Häuser, das sind eher Läden und ein Restaurant. Das ist auch kein großes Haus, das ist eher die Gebäude fürs Waschen und rein theoretisch da, wo man sich frisch machen kann auf dem Campingplatz. Also
nicht so hundertprozentig, aber wir kennen es ja, bereits. Westerholz ist unter uns gewesen. Da drehen wir jetzt auch. Das ist so der Punkt, wo ich gesagt habe, hier machen wir jetzt eine Drehung. Wir fliegen dann nach Sonderburg. Wir machen eigentlich rein theoretisch dieselbe Route wie damals die Butterfahrt. Da gab es ja von Langweilig auf, vorher auch ein Schiff. Butterfahrtmäßig, für alle, die keine Butterfahrt mehr kennen, das war halt eine Fährverbindung, die halt zwischen drei oder vier Punkten hier in dem Eck, wo wir jetzt lang geflogen sind, auch hin und her fuhr. Man konnte dann halt Zigaretten kaufen und alles pipapo, natürlich unter bestimmten Zollregelungen und alles. So, Westerholz nochmal unter uns und rechts auch nochmal ein Campingplatz. Und jetzt nochmal direkt lang Ballig auf. Wie gesagt, Butterfahrten, und da ist auch noch ein großes Schiff, aber seit, keine Ahnung, seit über 10, 15 Jahren gibt es da keine Butterfahrten mehr. Die hat man ja dann irgendwann abgeschafft. Auf jeden Fall konnte man dann halt einmal einmal zahlen. Man konnte dann halt, ich glaube, die Route war dann Langweilig auf, Flensburg, Wassersleben und dann Sonderburg oder andersrum, von Langweilig auf nach Sonderburg rüber. Die Route, die wir jetzt auch machen, nochmal einmal über Westerholz. Weil ich habe hier noch so eine kleine Anekdote, ich weiß gar nicht, wie alt ich damals war. Da hatten wir damals mal tatsächlich eine Kiste Flensburger, also meine Eltern jedenfalls. Ich war ja noch Kind, ich durfte ja kein Alkohol. Und da hatten wir, hier unten war das noch nicht so voll gebaut. Den Campingplatz gab es schon. Und da ist jetzt hier so ein Imbiss, den gab es früher nicht, da war nur ein Parkplatz. Und da hatten wir uns hier unten, hatten wir uns ein Zelt aufgeschlagen und gecampt und dann zwei Kisten Flens mit Bekannten ins Wasser gestellt und ja. Waren eigentlich prägende Momente, gut, auch wenn Alkohol jetzt nicht für, Kinder ist, beziehungsweise ich ja kein getrunken hatte, aber sowas prägt natürlich solche Abende unter Freunden. Ja, das ist eigentlich das, was ich euch so zeigen wollte. Flensburg, Glücksburg, Langweiligau, beziehungsweise Langweiligholz, Westerholz und Langweiligholz halt. Lässt sich aber heute auch noch immer noch schön Urlaub machen. Ich war da zwar so erfahren, glaube vor 10 Jahren war ich das letzte Mal dort. Lässt sich gut Urlaub machen. Übrigens, da auch der Wald, den ihr bei Westerholz gesehen habt, lädt förmlich dazu ein. Ein bisschen zu wandern. So. Nun, damit ihr ein bisschen nachvollziehen könnt, was bei der Butterfahrt so dran war. Das Schiff hat dann abgelegt und ich weiß gar nicht, ob ihr es unten auf der Karte jetzt sehen könnt. Meine eigentliche Flutroute, die weiß markierte. Aha, jetzt hat er wieder anvisiert. Da hinten war jetzt Flensburg. Nach Sonderburg geht es dahin und das Schiff ist halt hat dann halt abgelegt. Da, ich glaube auch tatsächlich, die Route war von Langweilig auch direkt nach Sonderburg. Das heißt, das Schiff musste also rechts rum, hier rum, dahin, weil Sonderburg kommt da hinten, so einmal rumspannen. Ich habe jetzt meine Route übrigens wiedergefunden, unten sehen wir es, und ich würde mal sagen, ich lasse euch jetzt einfach mal in Ruhe, versuche die Kamera ruhig zu halten, damit ihr ein bisschen Impression kriegt, und ich werde mich dann melden, wenn ich dann gleich zur Landung ansetze. Kleiner Hinweis noch, wir befinden uns ab jetzt in Dänemark, rein theoretisch, also Illa ist unter uns, Molmark kommt noch, wir fliegen jetzt eigentlich rein theoretisch straight ahead über Illa, Molmark, Waga, Smøl. Das sind ja so die Orte, die jetzt nach und nach kommen.
traffic BSSK 86 Bravo Tango Sierra Victor is on final runway 32 to land. So, ich habe jetzt eine Hoffnung, dass ich vielleicht doch nochmal eine Rückmeldung kriege vom Flughafen, glaube ich aber eher nicht. Sonderburg. Sonderburg in Dänemark, auch eine große Stadt. Wie gesagt, ich habe sie nur halt gesehen, oder dadurch gesehen, von den Butterfahrten her, dass halt das Schiff rübergefahren ist. Es war auch ein längerer Flug. Am meisten interessant ist Sonderburg nicht nur die Altstadt selber, sondern auch Sonderburg Slot. Das ist eine, ich weiß gar nicht, was es eigentlich ist, eine Burg, eine Festung. Da fliegen wir jetzt gerade kurz drüber, weil ja auch der Flughafen in der Nähe ist eigentlich. Dachte mir, gut, wir können uns das jetzt auch nochmal angucken. Das ist also Sonderburg in Dänemark. Und Sonderburg Slot ist jetzt das Gebäude, was da unten kommt. Ist halt eine Festung mit Kanonen. Also Sonderburg kann man auch sehr gut besichtigen. Vielleicht werde ich dazu nochmal ein Special machen. Mal schauen. Ihr habt jetzt auf jeden Fall Sonderburg nochmal kurz gesehen. Jetzt muss ich allerdings wieder mit meiner Kamera ein bisschen zappeln, weil wir uns jetzt im Landeanflug befinden. Ganz kurz gucken. Ja, das sieht gut aus. Das ist sehr gut. Ich glaube, ich war 2 oder 3 Mal in Sonderburg via Schiff. Man hat ja dann immer Zeit, bis das Schiff dann irgendwann wiederkommt. Ja, schöne Kindheitserinnerung von mir für euch. Sonst hoffe ich, es hat euch eigentlich gefallen, meine große Flugroute zu machen. Meinen kleinen Rundflug über Flensburg. Genaue Flugroute gibt es sogar diesmal 2 Grafiken. Ich habe jetzt was Neues eingeführt, das habe ich am Anfang schon gesagt. Die kleine Fluganalyse, die poste ich euch gleich am Ende ins Bild, direkt in der Nachbesprechung. So. So, wie viel Drehzahl ist noch hier? Ich hätte vielleicht ein bisschen niedriger ansetzen sollen, aber gut. Irgendjemand fragte mich neulich, ob die Lampen tatsächlich, die wir jetzt hier unten nochmal sehen, ob die tatsächlich existieren. Natürlich existieren die tatsächlich. Ihr seht es auch hier unten nochmal wunderschön. Dass das jetzt also nicht nur irgendein Fake ist. Also diese Lampen, die sind da tatsächlich positioniert. Da ich ja keinen Funk gekriegt habe, glaube ich auch nicht, dass es noch eine Platzordnung gibt. Also eine Platzanweisung. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Bremse eigentlich. Feuerwehr schon. Cool. Ah! Da werde ich erwartet, wenn die Feuerwehr nicht gerade im Wege stehen würde.
Oder steht die vielleicht wegen mir schon da? Ich glaube, die steht wahrscheinlich wegen mir schon da. Alles klar. Dann passt das ja hier gerade. So. Gut, runterfahren. So. Und das war unser großer Flug von Flensburg über Handewitt, über Flensburg City bis hoch zur Grenze nach Kupfermühle, davon draus wieder zurück, nochmal über Flensburg. Ich habe versucht, so viel zu zeigen wie möglich, und jetzt seht ihr mal diese Grafik, die ich ansprach. Das war unsere unsere Flugroute. Man kann sie nur schwer natürlich jetzt mittlerweile nachvollziehen, aber da ich ja geschwungene Bögen gemacht habe, kann man so ein bisschen nachvollziehen, wie wir geflogen sind. In der Größe sieht man das dann halt so ein bisschen. Letztendlich sind wir dann von Wassersleben an der Grenze sind wir dann über die Förde drüber weggeflogen nach Mürwik erneut, über die Marineschule, dann nach Glücksburg. Da haben wir auch einen Kreis gedreht. Von Glücksburg sind wir dann Sandweg und nach oben bis hinauf nach Holnis. Haben da eine Kehrtwende gemacht, sind dann schön die Küste lang geflogen, haben bei Langballigholz, Langballigau und Westerholz mehrfach Runden gedreht und sind dann reiterüberisch quer übers Wasser und dann quer über Dänemark, über die Halbinsel an Mollmark vorbei Richtung Sonderburg in Dänemark und haben dort unseren Flug beendet. Das war die kurze Nachbesprechung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentare, Feedbacks könnt ihr posten, so wie ihr möchtet. Wenn ihr Flugwünsche habt, postet sie ruhig. Ich mache das und leite das ein für euch. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, bis demnächst. Bye, bye.